Einen wunderschönen Morgen allerseits heute zum Aktien-News Quickie auf Trendbetter. Wir gucken mal, was es Neues bei Activision Blizzard, Rivian und BP gibt. Denn da ist es ein ganz entscheidendes Datum in dieser Woche. Aber wir starten mal mit Activision Blizzard. Da ging es gestern um 1% nach oben. Es ist auch insgesamt seit der Übernahme oder den Übernahmeversuchen von Microsoft ist ja noch nicht final durch, geht es wieder nach oben mit der Aktie, nachdem vorher es viele Skandale, Verschiebungen und so weiter in der Unternehmensführung unter anderem gegeben hat. Activision Blizzard, Berkshire Hathaway, die Firma von Investmentlegende Warren Buffett hat hier nochmal nachgekauft Ende 2021. Die News kam gestern raus. Es waren fast 15 Millionen Aktien. Und ja, vielleicht ging es auch deshalb gestern ein bisschen nach oben, weil sich dann viele gedacht haben, da wollen wir jetzt auch rein. Ähnlicher Grund, warum es gestern mit Rivian hochgegangen ist, da hat nicht Warren Buffett investiert, sondern George Soros, seine Kapitalgesellschaft. Allerdings auch im letzten Jahr, da waren es glaube ich 10 Millionen Stück und dass er so eine große Position da hat, ist einfach gestern bekannt geworden. Soros, dadurch, hier haben wir den Tageschart, da ging es wie gesagt eigentlich ganz gute 6% nach oben. Soros Ende 21 reingegangen, beziehungsweise im vierten Quartal, hat bisher gute Verluste mit der Aktie gemacht. Ist aber auch ja, für mich relativ verständlich, weil lass uns doch erstmal warten, bis Rivian seine ersten Autos fertig produziert hat und wirklich verkauft hat. Wer in BP investieren möchte, die sind jetzt eigentlich auch relativ stark bei 4,75 Euro momentan. Hier haben wir den 6-Monats-Chart und ein wichtiges Datum ist der 17.02., denn jeder, der zu diesem Datum Aktien hält, bekommt eine Dividende von 4%, die wird dann im März ausgeschüttet. Das heißt, wer die auf der Watchlist hat und sich denkt, da will ich rein, macht auf jeden Fall Sinn, heute oder morgen zu investieren, damit man halt am 17. oder am 17., damit man da noch die Dividende, die 4% pro Aktie mitnehmen kann. Insgesamt der Ausblick bei BP relativ gut. Sie sind ja das größt investierte ausländische Unternehmen in Russland, aber sie sagen, sie haben jetzt von der aufkommenden Krise nicht so viel Sorgen, beziehungsweise bei der Krise zwischen Russland und Ukraine, aber wenn da irgendetwas eskalieren würde, dann würden sie überlegen, was sie machen. Ansonsten sehen sie mit dem Elektrogeschäft an ihren Tankstellen sehr, sehr viel Potenzial und glauben da, dass sie auch viel in der Zukunft erreichen werden. Insgesamt eine spannende Aktie, auch in der wir privat bisher investiert gewesen sind. Und zwar hatten wir uns gedacht, ja, mit der Elektrofantasie, dass BP da Gas gibt, kriegt man ja auch bei Aral mit in Deutschland. Viele Drive-to-Go-Shops plus dann noch die Möglichkeit, vielleicht sein Auto da eine halbe Stunde aufzuladen. Das hört sich doch eigentlich nach einem guten Geschäftskonzept an. Dementsprechend bin ich da oder sind wir da investiert gewesen. Bei 3,40 Euro reingegangen, haben uns dann aber irgendwie gedacht, bei 3,70 Euro, ja, ist vielleicht doch nicht so was Richtiges und dann ging die Aktie steil nach oben. Also, kleine True Story aus meiner Investment-Karriere. Vielleicht ist jetzt aber auch nochmal der Zeitpunkt, in BP wieder reinzugehen. Das war heute ein kleiner Aktien-News-Quickie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert doch den Kanal, dann verpasst ihr keine Börse am Morgen, Aktien-News-Sendungen und viele weitere Analysen auf dem Kanal, Challenges, die bald kommen werden. Und wir haben viel, viel vor. Also, Abo, ne More-Button klicken. Bis dann.